Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Corona-Pandemie hat bis auf wenige Ausnahmen fast alle Wirtschaftszweige geschädigt, je nach Geschäftsmodell mehr oder weniger stark. Notwendige Schutzmaßnahmen, behördliche Einschränkungen und die Angst vor Ansteckungen verursachen weitere laufende Schäden. 5,6 Millionen Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. Im Saarland hat sich die Zahl der Kurzarbeiter gegenüber 2019 auf nahezu 30.000 fast versechsfacht. In der Arbeitsagentur wurden viele Stellen umorganisiert, um die Masse der Fälle von Kurzarbeit zu bearbeiten. Mit finanziellen Direkthilfen von Bund und Land wurde der erste Schock der Schließung von Betrieben, Läden und Gaststätten abgemildert. Der Bundeswirtschaftsminister spricht jetzt schon von der Notwendigkeit erneuter Hilfszahlungen für kleine und mittlere Betriebe, und es zeichnet sich ab, dass dauerhafte Erleichterungen notwendig sind. Als Anreiz zur Wirtschaftsbelebung ist unter anderem besonders die Senkung der Mehrwertsteuer geeignet, weshalb dieses Mittel ja auch gewählt wurde. Allerdings soll es zeitlich begrenzt sein und nur bis Ende 2020 gelten. Die Schwächung der Wirtschaft und der Verbraucher erfordert jedoch eine dauerhafte Senkung, insbesondere da ein Ende der Corona-Problematik nicht absehbar ist. Der in Russland gefundene Impfstoff wird ja hier nicht anerkannt, das wäre wohl auch nicht politisch korrekt. Und ob überhaupt ein tatsächlich wirksamer und anerkannter Impfstoff gefunden wird, ist nach Aussagen bekannter Virologen zumindest recht zweifelhaft. Auch gegen den HIV-Virus, den Auslöser der AIDS-Krankheit, ist nach mehreren Jahrzehnten noch kein Impfstoff gefunden. Vielleicht wirkt ja mit solchen Viren eine für uns nicht erkennbare höhere Vernunft der Natur, mit der sowohl die weltweite Bevölkerungsexplosion als auch ein ungesundes Wirtschaftswachstum und Globalisierung mit ständig steigendem Ressourcenverbrauch gebremst wird. Das nur mal als zumindest teilweise metaphysische Spekulation am Rande. Jedenfalls ist eine längerfristige Schwächung der Wirtschaft ziemlich klar zu erkennen. Dem muss eine ebenso längerfristige Erleichterung der Wirtschaftstätigkeit entgegengesetzt werden. Hilfszahlungen aus der Staatskasse, aus den Staatskassen, Bund und Ländern, waren eine schnelle erste Hilfe und unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich richtig. Dauerhafte Hilfszahlungen, an wen eigentlich und an wen nicht und in welcher Höhe? Dauerhafte Hilfszahlungen wären aber höchst problematisch. Nach der Abschaffung des Zinses, nach der Aussetzung der Insolvenzregelung, nach dem Eingriff in die Vertragsfreiheit wäre das ein weiterer Schritt in Richtung Staatswirtschaft und bürokratischen Dirigismus, so wie man sich das zumindest in Teilen von Brüssel vorstellt und wo fehlendes Geld einfach gedruckt wird. Es ist das aus der amerikanischen Politik bekannte Throwing Money at Problems, allerdings aufgebläht ins Gigantische. Ein vernünftigerer Weg ohne weiteren Schaden für die Reste der Marktwirtschaft wäre daher die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf 16%, so wie es zurzeit ist. Es darf nicht, wie geplant, mitten im Winter, im Januar, wieder eine Erhöhung auf 19% geben. Das würde einen erneuten Einbruch der Wirtschaftstätigkeit begünstigen, mit entsprechend höheren Arbeitslosenzahlen und auch höheren Sozialkosten. Darüber hinaus fordern wir die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf das Niveau der Steuer für Lebensmittel. Schließlich sind Speisen und Getränke, wie sie von der Gastronomie angeboten und verkauft werden, auch nichts anderes als Lebensmittel. Dass die Gastronomie eine Branche ist, die dauerhafte Erleichterungen braucht,
geht aus einer kürzlich durchgeführten großen Umfrage des DEHOGA unter 8000 Betrieben hervor. Einzelheiten über die katastrophale Ausnahmesituation der Gastronomie lassen sich dort nachlesen. In unserem Saarland wird die Lage zudem noch dramatischer gesehen als im übrigen Deutschland. Von der aktuellen Belebung hier in den Innenstädten am St. Janer Markt zum Beispiel sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Gastronomie braucht diese drastische Steuersenkung, sonst werden wir große Teile unserer Gastronomie ganz einfach verlieren. Auch Stundungen von Steuervorauszahlungen sollten aktuell möglich sein. Natürlich stellt sich an dieser Stelle für den Staat die Frage, wie die Steuerausfälle zu kompensieren sind. Aber zum einen kämen bzw. kommen diese Steuerausfälle sowieso, wenn viele Betriebe schließen müssen. Zum anderen hat aber die höhere notwendige Schuldenaufnahme einen positiven Effekt. Denn wir sind gefangen in einer Währungsunion mit fast lauter Schuldenmachern. Der deutsche Staat, nicht die deutschen Bürger, der deutsche Staat gilt als relativ reich und relativ wenig verschuldet. Deshalb kann man ihm im europäischen Prozess immer wieder ziemlich viel abknöpfen, was durch die gerade vor einem Monat beschlossene Umverteilung, angeblich wegen Corona, gerade wieder passiert. Unter dem Strich soll der deutsche Staat ca. 80 Milliarden an andere Europäer zahlen, wofür natürlich letztendlich deutsche Bürger weiter besteuert und verarmt werden sollen. Nochmal also, in der deutschen Staatskasse darf nicht so viel drin sein unter den aktuellen Umständen, damit sie nicht noch mehr ausgepresst wird und damit nicht folglich wir alle noch mehr ausgepresst werden. Geben wir das Geld doch lieber für uns und unsere Leute aus. Oder, um es in einer griffigen Formel zu sagen, von den Südländern lernen heißt Schulden machen lernen. Es käme ja auch niemand auf die Idee, zum Beispiel vom griechischen Staat oder vom italienischen Staat oder vom spanischen Staat, irgendwelche Umverteilungszahlungen zu verlangen. Das alles gehört zu dem Umfeld, warum die Mehrwertsteuer gesenkt werden muss und insbesondere für die Gastronomie gesenkt werden muss. Diese Forderungen, meine Damen und Herren, werden spätestens gegen Ende des Jahres auch von anderen kommen, nicht nur von der AfD. Wir fordern die Landesregierung daher auf, schon jetzt in diesem Sinne tätig zu werden und die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer zu betreiben, ebenso wie die Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomie auf dasselbe Niveau wie die Steuer für Lebensmittel. Ich danke Ihnen.